Caveman Ninja. Das klingt ja schon nach purer 90er-Jahre-Coolness. Das Spiel flog aber trotzdem irgendwie bei mir unter dem Radar. Der gute Stefan hat es aber mal für einen Test empfohlen und als ich jetzt bei einer Börse das Modul erstehen konnte, ist die Zeit endlich hierfür gekommen. Wird das Spiel seinen guten Ruf gerecht? Was taugt Joel Mack, Caveman Ninja für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Data East programmiert und von Elite bei uns in Europa 1992 veröffentlicht. In den USA erschien es im selben Jahr und in Japan ein Jahr früher. Joel Mack erschien dabei nicht nur auf den Super Nintendo, sondern im Prinzip auf allen gängigen Spieleplattformen der Zeit, wobei die Versionen teilweise recht unterschiedlich sind. Eine großartige Hintergrundgeschichte spart sich das Spiel. Ihr zieht los, um Steinzeit-Babes von fiesen Dinosauriern zu retten. Also, wenn das nicht als Motivation reicht. Auf den ersten Blick wird euch beim Gameplay nichts Besonderes geboten. Ihr steuert euren Protagonisten aus der Seitenperspektive in gewohnter Plattformerart. Ihr könnt dabei springen und mit Druck nach oben etwas höher springen und als Waffe steht euch erstmal eine Keule im Nahkampf zur Verfügung. Data East steht dabei anscheinend auf Sachen in Eiern und so könnt ihr auch Upgrades in den ovalen Schalen finden. Nur müsst ihr diese logischerweise erst aufknacken. Dann bekommt ihr zum Beispiel einen Bumerang als Waffe und könnt euch den Gegnern so auch auf Distanz erwehren. Klingt jetzt alles nicht besonders. Allerdings gibt sie das Spiel durch den Levelaufbau viel Mühe, die etwas triste Basis aufzuhübschen. Neben normalen Plattformer-Leveln, die von links nach rechts laufen, gibt es auch schon mal Selbstkreuze-Level von unten nach oben und so weiter. Jedes Level wirkt irgendwie eigenständig und man merkt dort, dass viel Mühe reingeflossen ist. Am Ende erwartet euch dann auch immer ein Boss, die jedoch nicht wirklich schwer sind. Die Level sind bei den ganzen eher von der kurzen Sorte und so solltet ihr die Abschnitte in ca. 2-3 Minuten jeweils locker durchhaben. Aber ihr solltet jetzt nicht einfach nur durch die Level durchwaschen. Es gibt natürlich einige Extras zu entdecken. Man kann zum Beispiel Schlüsse finden, um damit ein extra Level auf der Übersichtskarte freizuschalten. Aber warum heißt das Spiel jetzt eigentlich Joe and Mac, wenn man eh nur einspielt? Ganz einfach, es gibt einen Multiplayer, in dem ihr dann gleichzeitig spielt. Bei Plattformern nicht gerade üblich und ein schöner Modus. Was mir nicht so 100% gefällt, ist allerdings die Steuerung. Vor allem der Sprung fühlt sich irgendwie seltsam an. Fast als wäre die Schwerkraft eine leichtere als normal. Dabei fand ich es teilweise nicht ganz einfach, auf den dünnen Plattformen zu landen. Aber na, das kann auch nur an mir liegen. Leider hat das Spiel keine Passwort- oder Speicherfunktion. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass das Spiel mit rund einer Stunde Spielzeit auch nicht gerade das längste ist. Grafisch sieht das Spiel für einen so frühen Titel wunderbar aus. Die Level sind liebevoll und detailreich gestaltet. Bei der Abwechslung der Thematiken wagt man zwar keine Experimente, aber na, das muss man ja auch nicht. Der Sound war es außerdem auch zu gefallen. Er untermalt das Spiel perfekt. Was taugt Joel Mack, Caveman Ninja für das Super Nintendo also heute noch? Ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel. An sich ist das Spielprinzip jetzt nichts Besonderes, aber die Ausführung und der Charme hebt das Spiel von der Masse der Plattformen positiv ab. Auch gefällt es mir, dass man das Spiel relativ locker runterspielen kann. So ist eine schöne, seichte Unterhaltung garantiert und es muss ja auch nicht immer der große, schwere Spielebrocken sein. Das war der Test für Joel Mack, Caveman Ninja. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, ihr fantastischen Menschen. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.